Mähen. Halt Kamera fest. Festhalten, ne? Halt, halt hier fest. Hier? Ja, so. Nicht drücken, okay? So. Hier. So bleiben. Bleib so, okay? Bleib so. Bleib so, bleib so. Nicht wackeln, bleib so. Okay. Was? Lass die so lassen. Kannst du so lassen. Was haben wir denn hier? Schöne Bestellung von Action, ne? Und somit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie immer könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, ich glaube, wie viele über die Gilera geschwärmt haben. Weißt du, was sie alle gesagt haben? Ja. Die haben alle gesagt, dass es einen Lagerschaden hat. Auf jeden Fall war eigentlich fast jeder Kommentar über die Gilera Lagerschaden vorhanden. Um ehrlich zu sein, spürt man es beim Fahren nicht. Es hört sich ja vielleicht ein bisschen komisch an, ja, gebe ich recht, aber ich werde es auch als, ich sag mal so, als Testobjekt werde ich es so lange fahren, bis irgendwas passiert. Falls was passiert, kommt natürlich, wie gesagt, ein 70er Satz bestimmt runter, vielleicht eine andere Kurbelwelle, ne? Ja? Ja. Ist cool, ne? Ja. Guck mal, wir haben hier auch einen neuen, weißt du? Ja. Ja. Geh runter da. Und hier habe ich nochmal auf jeden Fall, das habe ich im letzten Video voll vergessen zu erwähnen, das ist der alte Auspuff der 80er, der TPH. Und die 80er TPH habe ich ja verkauft gehabt, das habe ich gar nicht erwähnt. Voll vergessen, wollte ich im letzten Video eigentlich sagen. Die habe ich verkauft, auch an einen aus Bielefeld. Grüße gehen raus an dich, Vito. Hoffe, du hast noch eine Menge Spaß damit. Und zuletzt lief das Ding ja wirklich super. Fuhr auch, bin ich auch hin und her gefahren. Also bin ich auch durch die Straßen gefahren. Lief wirklich sauber, hat clean durchgezogen. Die Zylinderbearbeitung, falls Leute das interessiert, könnt ihr es ja natürlich in den vorigen Videos nachgucken. Und ja, hat auf jeden Fall deutlich was gebracht. Deutlich mehr Drehmoment, also Anzug halt. Größerer Vergaser hat natürlich auch viel gebracht. Lief super, das Teil. Ist aber jetzt weg. Da kam ja natürlich dann die Gilera. Also es haben mich auch ein paar gefragt, was das Ding gekostet hat. So wie das Ding hier stand, habe ich... Ihr könnt jetzt auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben, ob es vielleicht zu viel war. Aber eigentlich ist es voller humaner Preis. Also ist eigentlich sogar super gewesen. So günstiger habe ich theoretisch eigentlich gar keine gefunden. Die hat mich 400 Euro gekostet, so wie die da stand. Ob es jetzt ein Lagerschaden ist oder nicht. Ich gucke ja auch gleich nochmal in die Vario rein. Manche haben auch geschrieben, Lüfterrad könnte auch schleifen. Also in der Vario. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch irgendwie die Wasserpumpe oder so. Es könnte auch das Geräusch von der Wasserpumpe sein. Da habe ich auch ein bisschen was im Kopf gehabt. Aber wie gesagt, ich werde die auf jeden Fall testweise so fahren. Und ich schaue mir jetzt gleich in die Vario rein. Wenn die vielleicht... Also ich weiß jetzt auch nicht. Der hat ja den Yasumi. Cylind Pro drunter. Das ist ja Sony Cylind Pro. Der hat ein bisschen gewackelt. Ne, der hat ein bisschen gewackelt. Und ich weiß nicht, also der fährt jetzt so wie der ist, 65. Ich finde das ein bisschen wenig. Ja. Wenn dieser drunter. Ja, wenn dieser hier drunter ist, ne, dann macht es richtig. Jetzt ist meine Idee halt, ich baue den mal ab. Guck natürlich auch in die Vario, ob die Drossel noch drin ist. Die ist wahrscheinlich draußen, aber ich schaue trotzdem mal. Ja? Sabi. Okay, Sabi, ne? Das machen wir schon. Aber dann ist stabil. Der ist stabil, ja. Der ist aber noch stabiler, glaube ich. Weil wenn hier guckt, der Auslass ist deutlich größer. Ist ja nicht gut. Ich bin jetzt auch gespannt, so von dem Halter her. Das ist ja auch Piaggio halt, ne? Und der passt deutlich, also der wird auf jeden Fall, denke ich, drauf passen. Bin gespannt, ob er auf den Zylinder jetzt unten sitzt, wegen dem Auslass. Gucken wir gleich. Und dann müsste das Ding damit auf jeden Fall besser laufen, als wie der hier. Das kriegen wir hin, oder? Ja, das machen wir schon, das schrauben wir mal ab. Aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, viel Spaß natürlich mit dem Video. Ihr könnt jetzt schon gerne ein Like da lassen. Das finde ich auch wirklich abartig hässlich. Ich glaube, das schraube ich mal ab. Du hast schon das Werkzeug griffbereit? Super. Ich glaube, ich schraube mal diese Verkleidung hier gleich auch ab, weil ich feiere dieses Luftblech hier gar nicht. Also diese Verkleidung hier, das kommt auf jeden Fall gleich ab. So, aber erstmal würden wir an die Vario gehen, ne? Gucken, ob da überhaupt noch eine Drossel drin sitzt. So, gib mal Werkzeug. Nein. Hier. Mach die auf. Nein, lass das zu. Eine Ewigkeit später. So, die ganzen Schrauben bis auf eine ist gelöst. Die darfst du jetzt schrauben. Los.
Zeig, was du kannst. Das ist ein Buch. Ja, ist schwer, ne? Was kriegst du hin? Es. Noch etliche Schrauben hier, ne? Der Helper 2. Und kriegst du schon mit der Hand gedreht? Ja. Ja, perfekt. Und dann rausziehen. Perfekt. Jetzt müsste man den ein bisschen. Und zack, abbekommen. Boah, Matti, du hast alle Teile hier. Das ist ja der gelagerte, ne? Das sieht auch nicht mehr so gut aus, das Lager. Matti, wir haben alle Schrauben abgeschraubt. Mal testen. Das dreht sich noch, ne? Ein bisschen soll. Hauptsache, es dreht sich noch. So, gucken wir uns mal die Vario an. Das sieht an sich. Wenn man jetzt so guckt. Mit den sollen gleich Roller fahren. Alles. Gleich gehen wir essen. An sich so alles original aus, ne? Ja. Boah, ist schon echt viel Abrieb hier. Es scheint auch alles original. Mit den sind noch mehr Schrauben hier. Ja? Ja. Okay. Dann wir einen anderen machen jetzt. Aber wir lösen es mal jetzt die Vario hier. Und wir sehen auch schon da hinten, das sieht man jetzt schlecht. Der Riemen geht auch eigentlich schon fast bis ganz nach oben. Guck. Willst du die lösen, Mahir? Ja. Guck mal, nimm den Schrauber. Nimmst du den Schlagschrauber? Ja. Setz den da rein. Warum? Setz den da rein. Erst ohne drehen, einfach nur reinsetzen. So schön reinsetzen, ne? So, und jetzt, ja, drück weiter. Ja, super, guck mal, hast du gelöst. Zack, dann haben wir die Schraube raus, ne? Ich bin ja drüben. So, jetzt hängen wir uns die Vario hier raus. Hä? Wo hast du die abgemacht? Quatsch, der ist noch gedrosselt. Schaut euch das hier an. Da ist noch ein schöner. Ja, könnt ihr einmal zusammendrücken? Aha, deswegen fuhr sie nicht so schnell, weil Wanners normalerweise fahren, also ich hatte schon mal eine Wanner, ne, und die ist so mit Drossel raus, ist sie, lass mich jetzt nicht lügen, 80, 85 gefahren und das Ding fährt nur 65. Natürlich setze ich die Drossel gleich natürlich wieder rein, keine Frage, das wird auch alles legal sein. Ja, da haben wir einen Drosselring. Vorbesitzer meinte zu mir, hat den angeblich entdrosselt, aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Der kommt auf jeden Fall erstmal raus, den brauchen wir nicht. Legen wir uns mal zur Seite, falls wir den gleich wieder einbauen. So, da haben wir das Problem eigentlich schon gelöst. Ich will mir jetzt einmal noch die Gewichte angucken, wenn wir schon so weit sind. Hä? Habt ihr die abgemacht? Ja. Was denn das? Was sind diese Dinge? Oh. Wo ist der andere? Hier. Ja. Die Gewichte sehen aber eigentlich noch voll in Ordnung aus. Deshalb lasse ich die drin, weil ich jetzt keine Digitalwaage habe. Baue ich das Ganze wieder zusammen. Noch einmal testen. Gleitet auch alles schön. So, jetzt setzen wir das Ganze wieder rein. Ich will gleich wieder schrauben. Du willst gleich wieder schrauben? Das kannst du machen. Das Lüfterrad. Wir müssen jetzt mal angucken, um ehrlich zu sein. Ist das Lüfterrad voll am Schleifen gewesen hier, ne? Wenn ihr diese Schleifspuren seht. Das weiß ich nicht. Das haben mir auch viele gesagt. Also das ist ehrlich richtig am Schleifen. Das ist ja auch hochdünn geworden hier unten. Seht ihr das? Wisst ihr was? Ich lasse das einmal mal weg. Ja, okay, es ist besser für eine gekühlte Vario, aber einfach weglassen. Vielleicht, wenn es wirklich nur das Problem war, dann können die ganzen Besserwisser, die gesagt haben, Lagerschaden, ihr bloß Wunder erleben. Nein, aber es ist ja schön, eure Tipps und Tricks anzuhören. Zack. Das sind hier rein. Jetzt muss das Ganze wieder fest sein. Die Kupplung brauchen wir uns jetzt nicht anzuschauen, weil die sieht auf jeden Fall auch noch relativ original aus. Da ändern wir ja eh nichts. Wisst ihr, was wir spaßeshalber mal machen können? Ich zeige euch mal, was ich noch habe. 12 Sekunden später. Ich habe ja die von Stage 6, die RT. Wisst ihr was, die baue ich jetzt einfach mal ein. Ich weiß, okay, es ist jetzt kein 70-Kubik-Satz drin oder so fast verbaut, aber man kann ja trotzdem schauen. Wir müssen den Rest noch
Reifen hat gedreht. Man kann ja trotzdem schauen, was das Ganze so bringt. Hä? Mit dem Rückstuhl? Ja. Hast du eine neue Lesung? Da sind Stromfedern, Martin. Warum steht die so fest? Wenn du deinen Reifen drehst. Alter, die hat bombenfest drin gesteckt. Okay. Martin, das ist der neue. Martin, war. Junge, wie festgegammelt, alter Schwede. Martin, da ist da unten gegangen wieder. Ja. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ey. Jetzt schalten, Martin. Ah. Junge, was ist das denn, Alter? Ja, reicht mit sauber machen. Ach, du heilige Makrele. Ich habe das jetzt mit Ach und Krach, ne, hier rausbekommen. Also hattet ihr schon mal sowas, dass er so bombenfest drinne saß, ne? Ich hatte jetzt um mein Leben, ich hatte meine Füße, genau so war ich. Und ich klapper, zieh dran und fluche dabei. Aber der hat alles geklappt. Aber wenn ihr euch das hier mal anguckt, ne? Alles voll, weiß ich nicht, ey. Hat es vielleicht immer zu gut gemeint oder wurde vielleicht noch nie, um ehrlich zu sein, getauscht. Aber mal gucken. Ich tausche jetzt einfach mal so den Wandler. Provisorisch, um mal zu testen, was jetzt passiert gleich. Vielleicht wird er gar nicht mehr anfahren. Da muss ich alles wieder aufschrauben, aber ich bin gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Da habe ich natürlich das schöne Spezialwerkzeug. Ja, zack. Und los. Jetzt löse sie. Ja, ja, los. Ja, perfekt. Vorsicht. Ja. Yay! Stromfeder. Das ist eine Stromfeder? Ja. Das ist eine Kupplungsgegendruckfeder. Sag mal her. Ist der Auto bei? Guck bei. Ja. Bei. Die ist die neue oder nicht? Oh mein. Das ist die neue, ja. Die setzen wir jetzt mal da rein. Guck mal, Mai, du musst jetzt diese Mutter wieder reindrehen, okay? Ja. Aber vorsichtig, also schnell. Nimm die Mutter schon mal. Die Mutter. Die schraubt nicht rein. Nein. Jetzt dreh sie rein. Ja, 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 perfekt. Ja, alles klar. Also. Ziehen wir sie nochmal nach. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gelera gleich gar nicht mehr anfahren wird. Weggucken, Augen zu. So, sieht doch gleich viel, viel schöner aus, ne? Sieht direkt nach Tuning aus. So. Machen wir kurz auch einmal die Seite hier sauber. Echt viel Dreck, ne? Eigentlich muss man den Motor einmal richtig auch wieder Sand strahlen. Aber wer hat denn Lust darauf? Martin, da jetzt ein Fall, da kommt der. Zack. Hui. Dann den Keilriemen rein. Martin, guck mal. Nein. Ah, Moment. Ich habe gerade voll vergessen, dass wir, wenn wir die Stage 6 RT-Kupplung Kupplung da reinsetzen, dass der Original natürlich nicht mehr passt, aber ich habe ja noch die RT-Getriebeglocke und das heißt, das passt jetzt alles wunderbar da rein. Zack. Ja, das sieht doch richtig geil aus direkt, ne? Geil, ne? Das ist geiler. Viel, viel geiler. Zack, bin ich gespannt, ne? Ja. Jetzt das Ganze wieder zusammen. Ist. Müsste bombenfest sein, funktioniert. Aua! Ah! Hat mich gebissen, die Hose. Martin, bevor du Pflaster. Martin, hole Pflaster. So. Wie ihr sehen könnt, habe ich gerade meinen Finger hier zwischen mies eingeklemmt. Es tat schon derbe weh, muss ich euch sagen. Weiß nicht, vielleicht ist das jemandem schon von euch passiert. Vor allem zwischen irgendjemand hat mies Auge gemacht. Zwischen der Kupplungsglocke und der Kupplung ist das reingekommen, mein Finger. Genau so beim Drehen, wenn ihr guckt. Ah, auf jeden Fall schon eine Menge geblutet, kann ich nur sagen. Aber egal.
Ey, noch einmal habe ich auch keine Lust, die ganzen Schrauben der Waage zu lösen. Okay, ich kann das für dich machen. Kannst du das für mich jetzt weitermachen? Ja, ja, okay. Dann setze ich ihn einmal rein, dann kannst du die Schrauben alle reinsetzen. Okay? Ja. So, einmal rein da. Mit den geht doch. Jetzt kannst du die ganzen Schrauben in umgekehrter Reihenfolge wieder fertig machen. So. Einen haben wir, jetzt die nächste. Du, wenn das so weitergeht, wird das nichts mit dem Video. Ja. Genau, festmachen schön. Ja, nicht zu fest, nachher brichst du irgendwas hier ab. Kannst du die auch festschrauben? Ich würde sagen, bevor wir hier alle einschlafen, skippe ich das Ganze hier. Ich würde sagen, bis gleich, ne? Wenn wir jetzt hier gleich eine Probefahrt machen. Ciao. 6,5 Stunden später. So, Vario haben wir wieder fertig zusammengebaut. Ja. Jetzt geht's aber, wenn ich jetzt an den Auspuff hier schaue, ne? Ja. Guck mal, das könnte wirklich einiges zur Erklärung darstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, das Ganze hier. Ich zeige euch das Ganze so. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennt. Auf jeden Fall, hier. Da fehlt sowieso eine Schraube. Und das Ganze ist ja nicht mal dicht. Wisst ihr? Und ich kann mir vorstellen, dass diese komischen Geräusche davon gekommen sind. Weil der Roller hat 14.000 gelaufen und dann Lagerschaden. Also, wenn du ihn nur gedrückt hast, kann ich mir auch vorstellen, dass er natürlich kaputt geht. Aber so werde ich jetzt erstmal mal den Auspuff auseinanderschrauben, also abschrauben und den von der 80er drunter setzen. Und schauen wir mal, ob das Problem beseitigt ist. Ich bin dann auch echt gespannt, wie der Roller überfahren wird. So, bis gleich. So, jetzt habe ich den originalen, also den ersten Auspuff. Das ist ein Techniker, Cylindro, irgendwas, bla bla bla, schlag mich tot. Guck mal, wie ihr sehen könnt, die Dichtung ist sowieso auch gebrochen gewesen. Und der war nur mit einer Schraube befestigt. Keine Ahnung, ob es vorher so war. Schmecken die Kekse? Keine Ahnung, ob es vorher so war, aber könnte auch gut das Geräusch gewesen sein, oder? Hier auch ein bisschen metallisch an. Schauen wir mal, ne? Jetzt setze ich erstmal den drunter. Erstmal gucken, ob überhaupt passt. Aber so an sich müsste der theoretisch passen. Ich werde mal kurz dran testen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Was machst du da? So, also wir sind jetzt soweit fertig, ne? Ich habe ja versucht, den Auspuff zuletzt hier abzubauen, aber macht's einfach nicht. Der 80er Auspuff passt nicht darunter, der Flansch passt nicht. Ist einfach zu groß. Ist ja auch, wenn ich jetzt logisch denken würde, würde er eh nicht passen halt, ne? Ich habe mein Gehirn da nicht angestrengt, aber ich habe es versucht. Ich dachte, vielleicht klappt es, wäre geil, warum nicht, ne? Hätte vielleicht ordentlich mehr Leistung. Aber an sich so habe ich den jetzt auf jeden Fall wieder vernünftig auch dran geschraubt mit zwei Schrauben, wie es sich auch gehört. Die kaputte Dichtung habe ich immer weggeschmissen. Die kleinen Kinder, die sind einfach angesteckt worden mit Zweitaktfieber. Jetzt mach nicht diesen Hundeblick. Auf jeden Fall, die Dichtung habe ich einmal weggeschmissen, die war ja kaputt. Das Gute ist ja, bei den Piaggio-Auspuffen, die haben ja diesen Konus. Das heißt, wenn du den anziehst, dichtet der automatisch ab. Ich habe das auch vorhin getestet. Wenn ihr nicht wisst, wie man testet, ob ein Auspuff dicht ist, das geht ganz einfach. Das ist auch immer so ein Trick bei Leuten, wenn ihr den Roller zum Kaufen angucken geht, macht ihr den Roller an, ne? Ihr macht den ganz normal an. So, dann habt ihr den Roller an, ne? Und dann nehmt ihr ran und guckt. Und so könnt ihr dann sehen, ob ein Rollerauspuff dicht ist oder nicht. Und das ist wiederum so ein schlagkräftiges Argument, wenn man sagt, oh nein, der Auspuff ist nicht dicht, da muss ich jetzt eine neue Dichtung drunter machen oder was soll ich machen? Zur Preisverhandlung, auch ein guter Trick. Habe ich noch nie gemacht, natürlich, ne? Macht man noch nicht. Ist ja, weil 99% der Auspuffe sind auf jeden Fall undicht. Ja, ansonsten, das Geräusch ist komischerweise immer noch da. Habt ihr auch gerade gehört. Ansonsten, ich weiß nicht, es hört sich ein bisschen auch noch Wasserpumpe an oder so halt, ne? Wahrscheinlich hat die vielleicht auch einen weg, kann ja auch sein. Aber egal. Als Testobjekt nutze ich die Juana und fahre damit so lange es geht. Und wie schnell sie jetzt fährt,
als wir die, nachdem wir die Drossel rausgenommen haben und die Kupplung da ein bisschen geändert haben, also habe ich jetzt noch nicht getestet, dafür nehme ich euch jetzt mit. Ich habe jetzt so was Geiles für die GoPro geholt. Dann habe ich einfach meinen Helm geklatscht. Kommt jetzt gleich die Kamera dran und dann hoffe ich, dass sie ein, zwei geile Fahraufnahmen bekommt, ne? Ist dann bis gleich zur Fahrt. Bam. So. Also ich muss euch sagen, der Anzug, der hat sich richtig krass verändert. Ne? Also die Kupplung, die greift direkt. Also wir haben uns jetzt von der 80 Grad genervt. Das ist schon krass, Alter. Vorher ist sie ja nur 65 gefahren. Natürlich ist das alles eine abgesperrte Teststrecke hier. Geil. Das wäre ja kein 70er Satz, man hätte sich hier auf jeden Fall überholt. Ne? Aber erstmal warm werden, das ganze Ding. Wie gern hätte ich eine Wonder 180 Kubik oder so. Sag euch ehrlich. Ja, aber guckt euch das an. Der Hyper 2 fährt ohne Drossel, ne? Fährt er locker 80. Locker weg. Ah, wie frech, Digga! Ja, aber viel geiler so, ehrlich. Ein Bock an 45 oder so durch die Gegend zu gucken. Ah, guck mal, bergauf, genau 80. Ey, die Wanda fährt sich einfach genauso wie die Jetbox, ehrlich. Nick meinte, die Kupplung von der RT, die ich reingesetzt habe, die wird nichts bringen, aber das hat auf jeden Fall was gebracht, ne, kann ich euch nur sagen. Der Anzug hat sich richtig verändert. Wäre jetzt noch ein 70er Satz drunter, sieht das ihn fliegen. Okay. Geil. Ja, wie gesagt, die One hat erst 14.000 Kilometer runter und mit der bin ich jetzt, ich habe die genug gehabt, 14 Kilometer ist gefahren. Tank ist noch voll. Was meint ihr, Alter? Ich könnte es gerne in die Kommentare schreiben, ne? Was für ein 70er Satz halt runterkommen könnte. Ja, richtig geil. Am besten in Kombination mit dem 17-5er, der schon drin ist. Dass man jetzt keinen größeren Vergaser holen muss. Ich weiß ja auch nicht, ob ein 70er Satz, ne? Ob der Zylinder, ob der Ausdruck zum 70er Satz theoretisch passen würde, der schon drunter ist. Weil er ist ja ein bisschen unauffällig. Oder ich glaube, im 7 Plus wäre er besser, ne? Auch so interessant mal zu wissen, was der jetzt so besser sein würde. Das Geile ist auch an der One, die hat so einen schönen Seitenständer vom Werk aus, feier ich mies. Aber somit, das ist wirklich ein brutaler Roller, ehrlich. Klar, die Verkleidung ist immer die schönste, ne? Aber was soll man denn machen, ist halt so. Aber, egal. So, an dieser Stelle würde ich sagen, danke fürs Einschalten des Videos, mach's gut. Abo und Like nicht vergessen, schaut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.
I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper.